verschlafen tief im Wald. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Und damit willkommen zurück hier zu Witcher 3 Blood and Wine. An diesem wunderschönen Ort auf dem Weingut von, keine Ahnung, welches Weingut das gerade ist. Belgrad? Ja, doch, klar. Wir sind jetzt am Belgrad-Weingut. Da stehen die anderen beiden. Der Liam de Coronata und die Matilda de Fermentino. Oder das sind keine Spanier, aber ne, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne nur Spanisch und Französisch. So, ach, das sieht aber... Ach, Mann. Ach, 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 so was. Ach. Ja, okay, ist gut jetzt. Es sieht einfach schön aus. Gut, in dem blauen Anzug, der gefällt mir. Also das Blaue, naja, es war mal ein Versuch. Ich könnte es mal verschlimmbessern und wir nehmen mal Rot. Nein, ich nehme nicht Rosa. Ich werde mich hüten, Rosa zu nehmen. Entfärber für Orange. Ich könnte jetzt auch in Orange rumlaufen. Weiß nur nicht, ob das so unbedingt das Schickeste ist. Grau geht auch. Wir sind ja eh grau, aber da habe ich nur drei von. Da fehlt mir dann der vierte. Ja, das Blaue. Ja. Blau ist, Also. Warum ist das jetzt... Nein. Annehmen. So, dann haben wir es jetzt mal in Grau. So, und das Hemd oben könnte ich ja mal in Rot machen. Was? Wie sehe ich denn jetzt aus? Wieso ist denn der Rest da noch grau? So sieht das eigentlich ganz okay aus. Kann man so lassen. Die Hose noch in Ordnung. Komm, wir machen es mal so. Schuhe und Dings bleiben. Ansonsten sind wir der rote Rächer. Ne, irgendwie... Ich verhunze mich. Ich muss mich wieder in Schwarz hüllen. Na ja, ja, jetzt sind wir erstmal in Rot. Spiegelt das nur so da oben drauf? Oder ist das jetzt blau? Es sieht so blau aus, verdammt. Ah, das ist bestimmt der schöne Himmel, der so blau. Der blaue, schöne Himmel. Wo muss man denn als erstes hin? Was ist denn in der Nähe? Eigentlich ist hier alles relativ in der Nähe. Aber ich würde sagen, wir machen so den Schlenker und gehen natürlich erst... Ja, das ist schon richtig. Was da angewählt ist. Das ist schon ganz okay. Ja, ich mache jetzt direkt das Weingut. Das Weingut, ja, doch, die Weingutaufgaben, wollte ich sagen. Komm schon. Die anderen Fragezeichen, die ist da auf dem Weg. Die da um den See drumherum waren, lasse ich erstmal weg. So, Plätze. Ach, guck mal, das Pferd ist hinten auch rot. Die Rüstung. Das passt ja. So. Oh, diese schöne Musik des Vögel zwitschern. Die geile Gegend, ey, das könnte ich ewig spielen, dieses Spiel. Warum gibt es hier nicht noch mehr DLCs? Warum muss das ausgerechnet das letzte sein? Wieso? Hier ist noch so viel Potenzial. Boah, ne, auf die Viecher habe ich echt keinen Bock. Nö, lass mich in Ruhe.
Ich werde verfolgt. War da ein Fragezeichen? Nee, war kein Fragezeichen. So ist gut. Oh. Langsam, langsam. Sekunde mal. Was ist das denn? Alter. Bleibst du mal stehen? Ey, was bist du denn? Bleib doch mal stehen. Will ich doch nur, ich will dich doch nur nicht so gut. Pass mal auf, das kann ich auch. Jetzt haut der wieder ab. Schluss mit lustig hier. Kollege. Ah, nee, wir sind doch nicht blau. Es sieht nur so aus. Also, wir sind doch nicht blau, die Rüstung. Oh, meine ich. Ehrlich gesagt war die Hose schon zu viel rot. Nicht gut. Was? Alter, ich hab euch gerade das Vieh vom Leib gezaubert. Endlich kann ich in Frieden trinken. Auf deine Gesundheit, Hexer. Na, das will ich aber auch hoffen. So, möchtet ihr mir was? Möchtet ihr mir eventuell irgendwas erzählen? Scheinbar nicht. Plötze? Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken rum. Beweg dich! Das habe ich irgendwie schon mal gehört. Ach ja, komm, ich guck mal ganz kurz hier zum. Die mache ich später, aber das eine hier, das ist ja jetzt wirklich quasi. Direkt um die Ecke. Das war genau in die falsche Richtung, aber ich würde es mir jetzt angucken. Ich kann einfach nicht anders. Pass auf, pass du doch auf. Pass mal auf, ey, Rotzlöffel. Ich rotze dir gleich mal vor die Löffel. Nein, jetzt kann ich wieder nicht speichern. Was? Boah, ich hasse diese verfickten Viecher. Boah, diese Drecksviecher, ne? Die sind so... Boah, die Dinger werden immer aggressiver, habe ich das Gefühl. Ey, komm her, du Scheißteil! Ey, ich kacke gleich ins Essen, Mann! Boah, wie viel sind das? Nummer 1. So, Nummer 2. Also klar, Alter! Das ist doch nicht normal!
Leck mich doch. Mistvieh. Ich gebe ihm jetzt das. Boah, diese Viecher, ne? Die habe ich ja gefressen, ey. Diese Viecher und die scheiß Archesporen. Ist echt das Letzte hier. Das ist echt der letzte Scheiß. Irgendwie gibt es in jedem Gebiet irgendwelche Mistviecher, die man irgendwie nicht leiden kann. Hexe! Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Deine Arbeit Vielen ist sehr Dank für die Rettung, Hexe. Bist du deswegen so kaum? Ich bin so grau, weil ich mir ständig so dämliche Sprüche anhören muss. Hä? Oh Majoran, wäre mein Geist doch so willig, wie mein Fleisch schwach ist. Was? So. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so grau? Pass mal auf. Was gibt's Neues, schöner Ritter? Ah! Hey, ich muss vielleicht kacken. Was? Ja, dann kack doch, ey. Tu dir keinen Zwang an. Hock dich hin und scheiß der Kräuterfrau mal ordentlich ins Gemüse. Beim hüpfenden Majoran. Wir sind gerettet, mein Held. Beim kackenden Nachbarn. Kein Held, nur ein Hexer. Monster zu töten ist mein Beruf. Tapfer und bescheiden. Oh. doof und dämlich. Was? Ist das gleiche, oder? Na, fast. Führst du das Weingut ganz allein, als würde die hier das Weingut führen? Führst du dieses Weingut ganz allein? Oh nein, mein Vater ist der Winzer und noch dazu ein Exzellenter. Ich helfe nur aus. Mhm. Und wo ist dein Vater? Im Hospital, seit er von diesem Monster verwundet wurde. Aber es geht ihm jeden Tag besser. Die sieht ja vorteilhaft aus. Was gibt es bei dir? Was verkaufst du? Die besten Kräuter im ganzen Natürlich. La, da, da. Was haben wir denn hier? Was kann ich denn verticken? Ich habe zum Glück wieder ein bisschen Geld gesammelt. Oh, warte mal. Handeln. Wenn die Alte Wein kauft, dann bitte. Immer weg damit. Ich trinke den Scheiß eh nicht. Mach nur Kirre im Kopf. Wollen wir ja nicht. So. Auf Wiedersehen, du. Bis dann. Bitte schau vorbei, wenn du in der Gegend bist. Aber nicht doch. Die ist ja gar nicht mal so hübsch. So. Weiter geht's. Was ist denn mal hier mit einer klarmachen irgendwie? Also irgendwie fehlt hier was. Der Hexer ist doch sonst nicht so. Naja. Na, wie soll ich sagen? Wählerisch, oder? Das fehlt mir ja so ein bisschen aus The Witcher 1. Da konntest du ja wirklich jeder anmachen, die nicht mehr da auf dem Baum war. Das war irgendwie mal lustig.
Wo sind wir denn hier? Hier muss ich ja gar nicht hin, oder? Hier war ich doch schon. Natürlich war ich hier schon. Los, los! Nein, ich springe auch genau rein. Oh nein, auch wieder die. Oh. Das ist nicht zu fassen. Plötze! Lass mein Pferd in Ruhe, du dreckiges Mistvieh. Ich kacke ins Essen hier. Komm her! Jawoll! Ich mach den Kopf kürzer! Und das Vieh? Wo ist es? Kommst du her? Alter! Zack! What the fuck? Die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Aber ganz schnell. So, Schätzchen, ach du Scheiße. Wo bist du denn hingehüpft? Was? Achso, achso. Wollte mich gerade fragen, was ich hier eigentlich machen muss. Ich dachte aber, wir sollen ja nur die Probleme lösen und nicht irgendwas rausfinden. Also es ist einfach nur ein Monsterbefall, schätze ich mal. Ich hoffe, danach sind wir fertig mit den Weinfäden. Fäden vor allen Dingen. Fäden. Fäden mit Ä. Wo geht's hier rein? Ach, ich muss hier gar nicht rein. Wo bin ich da? War ich da schon? Scheinbar war ich da schon mal. Was ist hier los? Was? Heya! Alter, was ist denn da? Was ist denn da kaputt? Gut, dass ich den noch gehört habe. Da blutet aber einer, hm? Nicht mehr viel. Ich glaub, der ist fertig. Verbände? Wo habe ich bloß mein Verbandszeug gelassen? Ich glaube, der hat's hinter sich. Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet. Na? Mhm. Hat seinen letzten Atemzug getan. Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter! Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht. Was? Steh auf und tritt zurück. Was, ich? Aber was ist denn los? Lass es mich nicht noch einmal sagen, rate ich dir. Sagst du mir, was du eigentlich willst? Ich will wissen, ob du gelogen hast. Wenn du ihm die Wunden zugefügt hättest, wärst du jetzt voller Blut. Aber du hast nur blutige Hände. Das geht also in Ordnung. Wer genau bist du? Ein Hexer. Ach. Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Ja, wo soll ich das wissen? Du warst doch hier vor mir. Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch
Aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief. Mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue. Vielleicht die eines Wyverns. Schwer zu sagen. Schön. Seltsame Brustpanzerung. Zerbeult. Und mit Patina. Ja, wird wohl ein Vampir gewesen sein. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Jetzt muss ich rausfinden, woher er gekommen ist. Vermutlich aus dem Haus da. Aber ja, ja. Ich muss sicher gehen. Ja. Ich habe zu tun. Eine also, tolle Schlussfolgerung. Warte! Ich komme mit! Sehr mutig, ja. Gut, gehen wir. Das ist nicht dein Ernst. Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schön. Aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. Jetzt haben wir noch einen, auf den wir aufpassen müssen. Maskerade für Fortgeschrittene. Gut, wir machen mal eben. Wir werfen mal eben hier den Quest dazwischen. Hier ist vermutlich zu. Das Tor ist von innen verschlossen. Na? Aber jemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Jemand wollte raus. Boah, schon der Gedanke lässt mich frösteln. Ja, dann bleib mal. Bewach einfach das Tor. Das ist ja schön hier, auch abgeschlossen. So, links rum, rechts rum, I'm not sure. Er wollte wegkriechen, obwohl er schwer verwundet war. Etwas Schreckliches muss ihn verfolgt haben. Auch abgeschlossen. Sekunde mal. Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, wollte er über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Oh, da oben ist Blut. Die Spur führt zum Haus auf dem Hügel. In dem Totenstille herrscht. Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, ja, wollte ja er schon über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Ja. Er wollte wegkriechen, obwohl er schwer verwundet war. Etwas Schreckliches muss ihn verfolgt haben. So, wie komme ich da jetzt rein? Na, nicht? Wieso nicht? Ich muss hier irgendwie reinkommen. Hier vielleicht? Willst du mich veräppeln? Was ist los jetzt hier? Hä? Seltsame Rüstung und seltsame Wunde. Was geht hier vor? Ich verstehe es nicht. Ist das verbuggt oder was? Ich habe mir doch jetzt alles angeschaut hier. Willst du mich verarschen?
Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, wollte er über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Ich glaube. Ach, es geht doch. Oh. Lebendig verbrannt. Hier war es ganz schön heiß. Majoran, du bist mein Verteidiger und Beschützer. Verdammt. Gute Götter. Alter, was ist denn hier passiert? Dienerin, erstochen. Ein gutes Dutzend Stichwunden, manche Postmortem zugefügt. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Hm. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen. Also durch was ein Hexer? Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Hat hier ein anderer Hexer gewütet? Zerfetzte Kehle. Muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein. Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert. Eindeutig ein Werk der Ensegel. Oh. Okay. Ich glaube, die haben hier irgendeine Zeremonie abgehalten und irgendwas beschwört und das ist dann ein bisschen abgedreht. Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Ja. Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen! Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen! Tafel Silber. Elfengravur. Es wird immer besser hier. Was zum Teufel ist das? Sollte das ein Bankett werden? Sieht so aus. Was meinst du? Sind alle gestorben? Götter. Es ist etwas ganz komisch hier. Hier ist was ganz komisch. Aber ich lasse mich hier nicht. Ein Apfel, da haben wir ein Buch. Der Bürgerkrieg von Toussaint? Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun. So, was haben wir hier? Brandspur. Hat hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich. Mehrere Verwundungen. Alles Stichwunden. Was mag sie verursacht haben? Das Opfer ist ein Mensch. Trägt aber Elfenkleid. Bist du sicher? Woher soll er die haben? In Toussaint gibt es doch kaum Anderlinge. Ich glaube, die haben hier irgendeinen Elfen beschworen. Einen Elfen. Vielleicht einen uralten Elfenmagier oder einen Elfenkrieger und der hat sie dann alle weggemetzelt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht so wirklich einen Reim draus machen. Mal schauen, was es im Endeffekt werden wird. Ach, guck mal, ich rieche was. Er ist geflohen. Und hat sich dann hingeworfen, um die Flammen zu löschen. Vergebens. Der Geruch nach Verbranntem wird schwächer. Vielleicht konnte eine andere, glücklichere Seele fliehen. Das Wams ist versenkt. Er hat sich rausgewunden, das Wams weggeworfen und ist weitergerannt. Sekunde. Vielleicht finden wir jetzt hier noch einen Lebenden. Ich höre jemanden. Vielleicht ist niemand mehr drin, wo doch... Ich weiß, dass jemand da drin ist. Ich kann das Atmen laut genug hören. Aufmachen. Wir wollen nichts Böses.